Liebe Pforzheimerinnen und liebe Pforzheimer, viele von Ihnen sind jetzt aus den Ferien aus aller Welt zurückgekehrt. Sie heiße ich wieder herzlich willkommen in unserer Stadt und denjenigen, die die Sommertage, und wir hatten davon jetzt wirklich viele, hier in Pforzheim verbracht haben, hoffe ich, dass es wunderschöne Tage für Sie waren. Nun, so langsam nimmt auch der Politikbetrieb wieder seinen Fahrt auf. Und dabei gibt es einige Themen, die genannt werden müssen. Wie Sie wissen, befindet sich Pforzheim in keiner einfachen Situation, was den Haushalt angeht. Das hängt zusammen mit vielen Sozialgesetzen, die uns höhere Ausgaben aufgeben, aber natürlich auch mit Menschen, die zunächst in unsere Stadt kommen und dann tatsächlich in die Sozialsysteme fallen. Sie werden uns aber sicherlich in späteren Jahren einmal sehr, sehr weiterhelfen. Nun, es ist, wie es ist. Wir müssen weitermachen mit der Haushaltssicherung und deshalb werden wir in den nächsten Monaten an einem Haushaltssicherungskonzept arbeiten. Das heißt, wir schauen uns die Aufgaben an. Wir gehen in die Strukturen ran, sowohl intern innerhalb der Stadtverwaltung als auch außerhalb, soweit es die Stadtverwaltung auch betrifft. Das ist eine Menge Arbeit, aber ich weiß, die Mehrheit des Gemeinderates hinter mir, dass sie diese Aufgabe auch mit der Verwaltung und mit mir gemeinsam als Oberbürgermeister angehen wollen. Von daher, es liegt noch einiges an Wegstrecke vor uns, aber die Weichen sind gestellt und wir werden mit den vielen Themen, die wir angeschoben haben, Gewerbegebietsentwicklung, Wohngebiete, Innenstadtentwicklung und vieles mehr, werden wir auch in einigen Jahren wieder sehr erfolgreich sein.